Ja, wir sind in der Amsingstraße hier in Hamburg-Hammerbrook. Hier ist eine weibliche Person von einem LKW erfasst und offenbar mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Frau hat bei dem Unfall Verletzungen davongetragen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte haben natürlich die Situation sofort gesehen und haben als allererstes Sichtschutzmaßnahmen durchgeführt. Eine Wiederbelebung oder eine Verletztenversorgung war hier nicht mehr möglich aufgrund der Schwere der Verletzungen. Und es wurden als erstes Sichtschutzmaßnahmen für die vorbeifahrenden Fahrzeuge getroffen, damit ein direkter Blick auf das Geschehene hier nicht mehr möglich war. Der Lkw-Fahrer steht natürlich unter Schock. Er wird jetzt aktuell von einem Notfallseelsorger der Feuerwehr Hamburg in einem geschützten Raum, in einem Rettungswagen hier versorgt. Also die Polizei wird jetzt den Unfallort umfangreich dokumentieren und fotografieren. Und sobald das abgeschlossen ist, wird der Leichnam durch die Feuerwehr in das Institut für Rechtsmedizin befördert werden.